Das wunderschöne Wetter lockt mich wieder nach draußen. Heute fahre ich nach Bad Godesberg. Ein Stadtteil von Bonn. Geparkt habe ich unterhalb der Godesburg. Interessant, aber warum die alle hier sind, weiß ich nicht. Und seit wie lange? Bis 1926 hieß die Stadt Godesburg, ohne Bad. In der Ferne kann man das Siebengebirge gut sehen. Über die Brücke geht's dann Richtung Innenstadt. Gestern war ich schon mal hier, da war es unheimlich diesig. Heute kann man ja gut sehen, oder einigermaßen. Der Stadtbezirk, der hat etwa 80.000 Einwohner. Na, hier gibt es noch eine Menge zu tun. Da fehlt ein bisschen Efeu drüber oder sowas. Ja, hier ist es sehr ruhig. So, Godesburg hier später. Ja, hier in dem Bereich oder unten ist immer öfters Trödelmarkt. Da ist hier immer eine Menge los. Der Stadtbezirk grenzt schon an das Land Rheinland-Pfalz. Dann ist ja schon eine tolle Zeit, wenn der Blauregen und der Goldregen blüht. Schade, dass die Blütenpracht bald wieder vorbei ist. Wie ich bei Wikipedia gelesen habe, ist der Godesberg schon 722 als ubische Kultenstätte Wotansberg urkundlich erwähnt worden. In der Nähe vom Schauspielhaus. Das war der erste Theaterneubau in der Bundesrepublik nach dem Krieg. Ich glaube, es gibt hier auch ein Figurentheater, das Pinocchio-Puppenspiel. Auf der anderen Seite der Straße ist jetzt schon der Kurpark. Wie das duftet. Da sind so wieder Häuser, die mir gefallen. Das dürfte ein Hotel sein. Das ist die Redoute. Das ist ein früheres Ballhaus. Und zwar aus der kurfürstlichen Zeit. Das ganze Haus steht unter Denkmalschutz. Ja, 1792 hat hier schon Ludwig van Beethoven drin gespielt. So, 1793 war es für die Aufführung von der Zauberflöte. Eine Gemäldegalerie war auch schon drin. Und sie ein Mädchenpensionat. Nach dem Krieg haben das die belgischen Streitkräfte benutzt.
Heute sind da unterschiedliche Veranstaltungen drin. Diese Häuserzeile ist noch gut erhalten. Die geht runter bis zur Musikschule. Das ist der Brunnen Faun und Nymphe. Der Brunnen ist im Jahre 1900 geschaffen worden, und zwar von dem Bildhauer Neumann Thorborg. Der Brunnen ist geschaffen worden für die Villa Wacholderhöhe. Wir haben ja jetzt Anfang Mai und da blühen die Rhododendren. Man sagt doch dazu Alpenrose. Ist das kein schönes Häuschen? Da schmeckt das Essen doch noch mal so gut. Gleich einen wunderschönen Park. In dem Park soll es noch riesige Bäume geben. Und die sehen doch alle total gesund aus. Ja, für den Garten ist die Rhododendron nicht gut. Die Pflanze ist sehr giftig. Nichts für Kinder oder Haustiere. Ich vermute mal japanische Hartriegel, aber genau weiß ich noch nicht. Hier im Inneren werden eine ganze Menge Feste gefeiert. An Ludwig van Beethoven, Begegnung mit Josef Haydn im Jahre 1792. Der Rest kann ich ohne Brille schlecht lesen. Was guckt ihr dann so grimmig bei so einer schönen Aussicht? Die Plantane ist schon eigenartig gewachsen. Also den Park sollte man sich mal unbedingt anschauen. Ja, viel kenne ich von den Baumarten jetzt nicht. Zwei oder drei Mammutbäume gibt es hier auf dem Gelände. Eine wunderschöne Blüte oder Blüten. Das ist kein Mammutbaum, das ist eine Zeder. Was hier fehlt, ist einfach das Wasser. Die Gattung gehört zu den Heidekrautgewächsen. Über 1000 Arten gibt es. Von wenigen Zentimetern bis zu Bäumen von 20 Metern. Es gibt ja noch die Unterart, die Azalee. Aber auseinanderhalten kann ich sie nicht. Es gibt doch einen Unterschied, die Azaleen werfen im Winter ihr Laub ab. Ist ja auch egal, ich finde sie beide schön. Das ist ja schon ein riesiger Baum. In San Francisco habe ich mal so einen Baum gesehen, da konnte ein Auto durchfahren. Aber der Teich braucht unbedingt Sauerstoff. Ich auch, und deswegen gehe ich jetzt weiter. Wir sehen uns dann wieder im zweiten Teil. Bis dahin. Tschö.